Wir zählen runter, ja? 3, 2, 1. Diese Bilder sind 2,5 Jahre alt. Am 28. September 2012 war die Freude in Beierfeld groß, als der Verkehr auf der Staatsstraße 270 im Beierfelder Unterdorf freigegeben werden konnte. Der damalige sächsische Staatssekretär für Verkehr, Roland Werner, bekam vor Ort von Bürgermeister Joachim Rudler eine Sturmlaterne überreicht. Der Bereich im März 2015. Aus heutiger Sicht hätte das Stadtoberhaupt von Grünhain-Beierfeld eine rote Laterne an den Bauherrn überreichen sollen. In einer Mitteilung an die Presse kritisiert Rudler jetzt, dass Anlieger und Bürger der Stadt immer noch auf die Begrünungsmaßnahmen warten. Rudler wörtlich: Nachdem die Stadt immer wieder bei den zuständigen Stellen beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Realisierung angemahnt und bis zum heutigen Tag keine verbindliche Auskunft erhalten hat, werden wir eigene Initiativen ergreifen. Geärgert hat man sich in Beierfeld im März 2015 darüber, dass nicht nur noch immer das seit 2,5 Jahren versprochene Grün fehlt, sondern bei der Entfernung von großen Straßenbäumen besondere Aktivitäten an den Tag gelegt werden. Zitat aus dem Schreiben des Bürgermeisters: Hier erfolgt mit einer gewissen Regelmäßigkeit in jedem Jahr die unangekündigte Fällung von Bäumen, ohne jegliche Begründung. Hiergegen werden wir zukünftig alle uns zur Verfügung stehenden satzungsrechtlichen Mittel einsetzen. Zur Verbesserung der Lebensqualität an der S270 in Beierfeld will die Kommune in diesem Frühjahr die Bepflanzung selbst in die Hand nehmen.